Servus bei mir in der Holzbude. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum der Typ da im Film seinen Mund bewegt und es überhaupt nicht synchron ist. Tja, ich Doofi habe vergessen, das Mikro einzuschalten und jetzt habe ich natürlich dann einen Stummfilm, quasi wie Dick und Doof. Ja, zum Projekt, was ich heute bauen möchte. Ich möchte eine mobile Absaugung bauen. Und zwar hat mir der Markus einen neuen Zyklon dagelassen. Und mit diesem Zyklon, den möchte ich testen und dafür möchte ich dann einen Wagen bauen. Der Zyklon funktioniert wie jeder andere auch. Auf der Blechtonne, man kann den Zyklon auch auf einer Holzkiste montieren und so weiter. Der Zyklon hat zwei Hülsen. Die Hülse mit dem gelben Aufkleber ist für Asche. Der hat dann quasi in der Mitte ist die zu. Und die andere Hülse, die drin ist, ist für Holzspäne. Also das obere Teil ist einfach nur verriegelt, wird verschraubt, dann dreht man es runter und dann kann man die Filterpatrone wechseln. Die wir jetzt da rausnehmen, die weiße, wie gesagt, ist für Späne, sieht man ja jetzt am Loch, das ist durchgehend, ist quasi für Sägespäne, für Schleifstab und so weiter. Und die andere Patrone, die hat kein Loch drin unten, die ist nicht durchgehend, die ist dann quasi für feine Asche. Wir werden es dann im späteren Test dann sehen, die Asche muss dann schon fein sein, da sonst in der Krümmung vom Zyklon zu Verstopfungen kommt. Also keine Kohlestücke oder Reststücke. Also feine Asche ist super, saugt da super weg und funktioniert da einwandfrei. Dann setzt man den Zyklon wieder drauf und mit dem gelben Ring kann man dann verriegeln. Der Winkel auf der Seite ist quasi der Zugang, also wo man ansaugt und obendrauf kommt wie bei allen anderen auch der Sauger. Ja, und dafür bauen wir jetzt einen Wagen, wo quasi der Sauger und das Fass drauf machen kann. Für das ganze Projekt nehme ich natürlich wieder das Holz, das ich zur Verfügung habe. Es soll eigentlich dann soll ein Prototyp werden und ich nehme jetzt erstmal das Holz, was ich da habe. Und der eigentliche Wagen, der dann in Verkauf kommt, wird natürlich dann aus Siebdruck gemacht. Der ganze Wagen soll natürlich dann auch für einen Versand optimiert werden, da man den einfach und schnell aufbauen kann, zusammenklappen kann und auch irgendwo mit hinnehmen kann. Bevor wir jetzt anfangen, ich habe wieder einen Brief gekriegt und zwar ist wieder ein neuer Sticker gekommen und zwar aus Österreich vom Karen vom Kanal Let's Pfusch. Er müsste meinen Aufkleber auch schon haben und den werde ich jetzt aufkleben. Und danach starten wir mit dem Projekt. Jetzt schauen wir mal, dass wir einen gescheiten Platz finden. Ja, dann machen wir einen unteren Schlaufi, dann passt das auch. Ja, und mit dem Projekt starten wir jetzt dann nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß. Thank you.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Prototyp ist fertig, soll eigentlich jetzt, soll dann aus Siebdruck hergestellt werden. Der Prototyp wird, Also, Prototyp ist fertig, soll ziemlich werkzeuglos im Aufbau sein. Ich habe es jetzt erst mal mit dem Material gemacht, das ich da habe. Und zwar soll das Ganze dann klappbar sein, da sie auch versendet werden muss. Das Ganze ist dann eigentlich nur, wird so aufgeklappt, dann werden die Winkel rübergeklappt und mit eigentlich dann Sterngriffschrauben von unten verschraubt. Ich mache es jetzt mal mit anderen Schrauben, weil ich keine Sterngriff da habe. Habe ich hier unten das Loch. Da in dem Winkel ist eine Rampermuffe drin. Und da kommt dann hier die Schraube rein und wird mittels Sterngriff verschraubt. Ich habe jetzt eine normale Schraube genommen und verschraubt es mit dem Imbus. Das Ganze soll so ziemlich werkzeuglos funktionieren. Ob jetzt letztendlich Sterngriffe gemacht werden, wissen wir noch nicht, weil ich denke mal, ein Imbusschlüssel wird jeder haben, und von daher gesehen, so ein Imbusschlüssel kann man eventuell auch dazulegen. Es wird auf jeden Fall hier unten noch ein fünftes Rad dran kommen, dass sich da auf jeden Fall nichts durchbiegt. Dann haben wir hier die Auflage für den Sauger.
beim Endprodukt wird das wahrscheinlich durch, also wird mit Sicherheit durch Spanngurte ersetzt, die man dann quasi hier und hier befestigt und vorne dann rumzurrt. Ich habe es jetzt mal mit Expander gemacht, damit man quasi die beiden Geräte fixieren kann auf dem Wagen. Die beiden Schalen, Halbschalen hier, werden dann nicht mit nicht verschraubbar sein, sondern werden dann wahrscheinlich fix montiert. Und schon ist das Ding eigentlich fertig montiert, stabil. Und dann können wir schon mal unseren Sauger draufsetzen. Sauger kann man eigentlich jeden herkömmlichen Werkstattsauger nehmen. Egal ob jetzt Kärcher, Parkside, Makita oder sonst was, findet alles Platz drauf. Ich habe jetzt diesmal gemacht für runde Sauger. Zum Test habe ich innen alles sauber gemacht, Filter sauber gemacht, die Tonne ist leer und dann setze ich den mal drauf. Und das gleiche mache ich mit dem Sauger. Beziehungsweise mit dem Zyklon. Da ist jetzt der neue Zyklon drauf, den wir jetzt testen. Die Tonnen gibt es natürlich auch wahlweise mit anderen Zyklone. Kleine, größere, gibt auch andere Tonnen. Da haben wir dann optional das Mittelteil höher, weil die Tonnen ja dann auch höher sind. Da werden wir dann das Mittelteil höher gestalten. Setzen mal hier den Zyklon so auf, damit das Ding nach vorne schaut, wo man ansaugt, und dann spannen wir den auch fest. Wie gesagt, das wird dann mittels Spanngurt gemacht. Ich habe jetzt nur Expander hier. So. Dann habe ich einen Schlauch vom Zyklon weg. Ist wie bei den anderen Zyklone. Kommt hier dran. Ich habe jetzt im Moment den Filter für die Späne drin. Das ist ein extra Filter, da ist das Loch unten zu. Der ist dann für Asche, das testen wir aber auch. Mit dabei sind zwei so Adapter. Für jeweils hier und oben, damit man die Schläuche anpassen kann. Schlauchzubehör gibt es auf jeden Fall im Shop von Markus. Und es sind noch Rohrschellen dabei. Zu Testzwecken haben wir jetzt mal so einen Eimer Späne besorgt. Habe ich ja genug. Die kippe ich jetzt mal her und dann saugen wir die mal weg. Und dann schauen wir, was im Filter drin, im Sauger drin ist und was im Behälter drin ist. So, jetzt hat man wieder die Kamera ausgeschaltet, aber ich denke mal, es ist alles mit drauf. Jetzt schauen wir mal im Behälter rein. Und hier ist das Material alles im Behälter drin. Jetzt mache ich mal den Sauger auf, dann schauen wir mal den Sauger auch noch rein. Also der Filter ist komplett leer, ganz ganz feiner Staub, aber das glaube ich zu 100% bringen wir das nicht raus. Jetzt schauen wir mal gleich noch in den Behälter rein, wie man sieht, auch nichts drin, zwei kleine Krümel. Also top Ergebnis. Ich setze jetzt mal wieder zusammen. Das gleiche machen wir jetzt mal mit der Asche. Dazu mache ich jetzt den Filter hier raus. Das gelbe Teil nach unten. Filter rausdrehen. Dann ist hier unten die Patrone drin. Hier holen wir die Patrone raus. Das ist der.
Und dann setzen wir mal die Aschepatrone ein. Die Aschepatrone hat im Gegensatz zu der anderen unten, ist unten zu. Sieht man das? Ja. Hier ist offen, hier ist zu. Jetzt setzen wir mal die Aschepatrone ein. Mit dem Loch nach unten logischerweise. Und dann setzen wir wieder drauf. So, Behälter ist leer. Nichts mehr drin. Und setze wieder drauf. Ich spanne jetzt mal nicht fest. So, dann schauen wir mal. Also ich habe jetzt festgestellt, große Stücke, also Kohlestücke, sollten nicht dabei sein. Also feine Asche saugt er anstandslos, was wenn die Kohlestücke dann zu groß werden. Also es sollte schon reine Asche sein. Ich hätte jetzt die Asche vielleicht ein bisschen sieben sollen, aber wäre es auch kein Problem gewesen. Aber werde jetzt dann vielleicht nochmal einen Versuch machen und werde mal die Asche ein bisschen sieben. Also hier ist halt jetzt alles verrußt, klar. Die Asche ist im Behälter. Sieht man alles schön. Also Filter vom Sauger ist schon schwarz. Ist klar, es ist feine Asche. Also ganz ohne wird es mit Sicherheit nicht gehen. Und im Behälter selber ist auch nur minimaler Staub. Also wie gesagt, der Zyklon ist super. Das mit der Asche, na gut, da bin jetzt ich nicht so hundertprozentig davon überzeugt. Aber mit dem anderen, mit den Späne, funktioniert top. Also da ist weder im Sauger noch am Filter irgendwas. Gut, ganz feiner Staub, aber ansonsten alles gut. So, Test ist abgeschlossen. Der Test war erfolgreich. Wie gesagt, mit dem Filter, beziehungsweise mit der Düse, mit den Späne, mit dem Holzstaub, funktioniert absolut top, der Zyklon. Mit der Asche, die Asche sollte rückstandsfrei bzw. keine größeren Stücken drin haben, also einfach halt reine Asche. Keine Nägel oder sonst was, was sie alles im Schlauch verheddern kann. Bei reiner Asche ist das, der Aschefilter ist der super. Nur wie gesagt, ich saug keine Asche, von daher gesehen ist das eigentlich für mich irrelevant. Wie gesagt, es funktioniert der Aschesauger und bin aber von dem eher überzeugt dann. Und ansonsten, wie gesagt, gibt den Wagen dann für größere Fässer mit dem Mittelteil höher, weil die Fässer haben wir ja dann auch höher. Natürlich die Fässer auch mit anderen herkömmlichen Zyklonen. Wie gesagt, der ist halt jetzt kleiner, kompakter. Und man kann halt die Filterpatronen austauschen. Ich sage mal, für eine kleine Werkstatt mit wenig Platz ist so ein Wagen nicht schlecht, weil man jeden herkömmlichen Sauger draufstellen kann. Man kann ein kleines Fass, ein größeres Fass machen und der Zyklon ist von der Höhe her auch nicht allzu tief. Also man kann ihn überall drunter schieben oder sonst irgendwas. Mein Fazit ist, der Wagen, wenn der dann in Siebdruckmaterial gebaut ist, macht er dann gut was her. Wie gesagt, das ist jetzt ein Prototyp, aber ist eigentlich ein schönes Projekt geworden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn irgendwelche Fragen sind zu dem Gerät, gerne an mich per E-Mail oder an Markus.
Und ich denke mal, ihr werdet es in Kürze dann im Markus seinem Shop finden. Gut. Ansonsten, wie gesagt, Daumen nach oben, ein Abo wäre nett. Und wer mich unterstützen will, darf das gerne tun über die Amazon-Wunschliste. Auch mal die Videobeschreibung anschauen. Ich habe da ein bisschen was verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns zum nächsten Projekt. Tschüss.